Wir haben eine gute Mannschaft und wir sind jetzt im Moment, ich würde nur sagen, einfach auch so ein bisschen dabei, einfach Jungen nachzubringen. Horst Rubesch nutzt das vergangene Wochenende noch in Oberösterreich, um mit der Mannschaft intensiv zu arbeiten. Denn gegen den nächsten Gegner Island ist eines schon mal klar. Ja, für mich wäre es natürlich oder ist es eine Ehre, von Anfang an spielen zu können. Ich muss auch einfach mein Spiel dann einfach halten. Ich glaube, das wurde mir dann auch also vom Horst gesagt, dass ich einfach da auch mein Spiel machen soll, so wie ich es kenne, und einfach einfache Bälle spielen, Ruhe auch zu behalten. Als IV muss man ja generell auch diese Ruhe auch übermitteln, und ich glaube, das ist so mein Job dann für morgen. Ich habe den Mädels also in der Halbzeit beim Österreich-Spiel auch nochmal gesagt, dass wir von Anfang an eigentlich 100% spielen müssen und nicht auf irgendetwas warten müssen. Hat auch sie nicht gemacht. Debütantin Bibiane Schulze-Solano sorgt direkt nach ihrer Einwechslung zur zweiten Hälfte für mehr Körperlichkeit und Stabilität in der Abwehr. Hinzu kommt, dass sie hochinteressant ist, weil sie Linksfuß ist, kommt auch noch dazu. Und dass sie eine Qualität hat, glaube ich, hat sie jetzt auch schon bewiesen. Auch die spanische Nationalmannschaft war an der Tochter einer baskischen Mutter und eines deutschen Vaters interessiert. Da musste ich auch gar nicht lange überlegen. Es war dann einfach eine Entscheidung für Deutschland und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ich bin mega happy mit der Entscheidung und freue mich auf jeden Fall, jetzt für Deutschland zu spielen. Hat erst angekommen, von daher muss ich, glaube ich, erstmal auch beweisen, was ich drauf habe und einfach weiter an mir arbeiten. Die gesamte Mannschaft muss sich strecken, um nicht gegen Island erneut die Anfangsphase zu verschlafen. In erster Linie ist es natürlich eine Chance, jetzt auch für junge Spielerinnen entsprechend in die Aufgabe hineinzuwachsen, eventuell auch ein bisschen präsenter auf dem Platz und auch neben dem Platz zu sein. Das hat es auch nochmal besonders erwähnt bei der Eingangsbesprechung, dass eben jetzt auch schon Vorbereitung für Olympia startet. Von daher erwarte ich das auch, dass wir das dann auf dem Platz direkt sehen. Julia Grimm heute als Kapitänin auf dem Platz, und nach diesem frühen 0:2 Rückstand aus deutscher Sicht haben Sie Ihren Mitspielerinnen noch eine Ansage gemacht auf dem Platz. Was haben Sie gesagt? Sorry, nochmal. Sie haben nach diesem Rückstand Ihren Mitspielerinnen eine Ansage gemacht. Was haben Sie gesagt? So nicht, Freunde? Ja, ich glaube, uns war allen klar, dass wir aufwachen müssen. Wir waren leider erst ab der 30. Minute so richtig präsent da, und es darf uns nicht passieren. Wir haben die Anfangsphase verschlafen, da hat Österreich einfach auch gut gemacht. Und ich glaube, das kam dann einfach auch als Ruck aus der Mannschaft, gar nicht nur von mir, dass einfach mehr kommen muss. Und da haben wir uns auch nochmal in der Mannschaft zusammengeschweißt, auch nochmal in der Kabine mit Horst. Und ich glaube, wir haben dann nochmal ein anderes Gesicht gezeigt. Welche Worte hat der Bundestrainer in der Halbzeitpause gefunden? Ja, ich glaube, die letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit war dann unser wahres Gesicht. Und das hat er uns auch nochmal klar gemacht, dass wenn wir die Räume nutzen, dass wenn wir mutig spielen, in den Zweikämpfen präsent sind, dass wir es können und dass wir da auch wirklich unsere Tore machen können. Und so müssen wir einfach auch von der ersten Minute auftreten, und es hat leider heute wieder gefehlt. Dankeschön.